Einen wunderschönen. Wir haben das letzte Spiel beendet. Und fangen jetzt ein neues an. Mal gucken, ob ich diese Option jetzt hier finde. Description, Friends Only, Survival, PvP Players, Passwort haben wir. Was muss ich bei Worlds oder Mods oder sowas? Genau, ich gucke gerade, wo man das einstellen kann. Oh, wir können so ein Rollback machen. Auf die einzelnen Tage. Aha. Also ich kann jetzt ein Rollback vom letzten Spiel auf Tag 6 machen zum Beispiel. Das ist ja interessant. Ja. Nicht schlecht. Irgendwo kann man es hier einstellen. Ich bin noch am Suchen. Ach nee, jetzt muss ich den Server deleten erst. Sonst machen wir ein Resume. Ah nee, ich kann hier drüben einen anderen Server starten. Da ist er. Ah, okay. Irgendwo habe ich es jetzt eingestellt. Ach so. Du musst bei dem Preset musst du auf No Giants hier gehen. Warte. Okay. French Only Players so. Das ultrageheime Kennwort. So. Was war jetzt wo? Ach, No Giants auf, hier. Genau. Und dann wie immer die Ressourcen hoch. Oder einfach ja. Oder einfach oben das Together anklicken bei Biomes und auf Classic schalten. Oder so, ja. So, was haben wir hier? Start, Spawn Area plus Dark. World Size, Land Branch, bla 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 bla, Winter. Ja, also bla. Dieses Vieh, was mich getötet hat in der letzten Folge, dieses Dragonfly, gibt's tatsächlich, ist ein Erweiterungsmonster. Das werden wir jetzt nicht mehr haben. So, wir stellen bloß alles wieder auf Moor ein, weil wir sind ja fies und, ach so, die Karnickel waren noch auf Moor, ne? Mhm, genau. So, Monsters, eine Dragonfly steht jetzt auf die Vor-, die sieht aber seltsam aus, so grünlich, so giftig. Die ist so, fast so groß gewesen wie mein Bildschirm. Also wirklich Wahnsinn. So, Wahnsinn. Generate und es läuft. Schön. Miu, 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 miu. Und damit ist die... Nein, ist noch nicht. Ich muss dich ja erstmal... Nee, jetzt hängt irgendwas. Inviten? Ja, jetzt invite ich dich. Du bist aber schon im Spiel bei mir, aber ist egal. Ich lade dich trotzdem ein. Okay. Kommt der Invite? Ja, ne? Nö, aber ich... Joine dir einfach. Zack. Oder so. Ah, das geht so. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zack. Okay. So, da ist er. Dann machen wir mal ein Bühlchen. Ja, herzlich willkommen bei Versuch 2 von Don't Starve Together. So, ich bin schon drin. Ach so, ich suche mir nur einen Charakter aus. Welchen hast du denn? Willst du? Na, ich hab Standard, ja. Okay, ich nehme auch den Standard. Und go. Ich habe mich so gerade schon an seine tolle Frisur gewöhnt. Weißt du? Das ist... Ja, dann, wir wissen jetzt schon ein bisschen, wie es geht. Also... Also im Prinzip ist es immer hin und her laufen und sammeln. Es wäre natürlich super, wenn wir wirklich so eine Stelle, wie wir im letzten Spiel hatten, wenn wir die wiederfinden würden. Weil da hatten wir wirklich Essen en masse. Das wäre wirklich perfekt. Also hier unten ist schon wieder Heu-Ecke. Ah, super. Das ist gut. Dann könnten wir vielleicht hier schon gleich bauen. Ja. Guck mal, da ist auch ein Hase schon. Und wenn jetzt hier auch noch diese Büffel sind, ich guck mal. Dann wäre das eigentlich perfekt. Tausende von Hasen. So, wir bauen uns eine Axt. Die Axt brauchen wir für Dinge. Ist das vielleicht irgendwie, muss ich irgendeine Taste drücken, damit er mir anzeigt, wo du bist? Weil ich sehe dich schon wieder nicht. Das ist schlecht, wenn wir uns jetzt aus den Augen verlieren. Du, ich weiß es nicht. Also manchmal hat das bei mir vorhin angezeigt, manchmal nicht. Eine Birdschnatt, und noch eine Birdschnatt.
Ja, im Prinzip wie in dem letzten Spiel. Ich weiß nicht, ob wir das oder das nächste oder das davor oder was auch immer irgendwo dann nachher landet zeigen. Im Prinzip geht es hier darum, Dinge zu sammeln und zu überleben. Ja. Ganz, ganz banal ausgedrückt. Und mit den Dingen kann man so viele Sachen machen. Teilweise viel zu viele Sachen. Und vor allem diese Science Machine, die wir gebaut haben, das ist ja nur eine gewesen. Es gibt ja noch die Alchemie Engine, dann gibt's Electrical Doodad. Ui, was ist hier? Noch? Oh, ist ja geil. Guck mal hier. Maxwell Statue. Ah, hier ist wieder so ein Pferd. Aber guck mal. Uah. Okay. Der ist immer noch hinter dir her. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, und man wird dann irgendwann bekloppt vor dem Spiel. Oder im Spiel zumindest wird man bekloppt, wenn man nicht aufpasst. Von Spiel. Von, durch, über, wegen, um. Ah, hier gibt es aber viele Stängel, das ist gut. Ja, deswegen müssen wir eigentlich auch so schnell wie möglich die Blumen sammeln, damit wir uns so eine schöne dekorative und... ja, so eine Rüstung aus Papierblumen Shopping erstellen Queen können. Approved Kopfbedeckung machen können. Ich sammle mal trotzdem hier diese Stängel. Oh, hier haufenweise Hasen. Ich brauche eine Axt. Boah. Okay, das ist echt super hier, ne? Aber es fehlt der Büffel. Der Büffel fehlt uns. Der ist bestimmt nur im Erweiterungspaket drin, ne? Nein. Das wäre ja ein bisschen doof. Jo. Sollen wir hier unten mal lang gehen, oder? Na, ich wollte jetzt noch nicht so weit. Wenn es jetzt dunkel wird, weiß ich nicht. Ach so, okay. Na gut. Vielleicht finden wir ja trotzdem ja noch einen Büffel. Weil hier unten geht das Feld nämlich noch weiter. Vielleicht ist er ja da. Weil die sind auch nur auf solchen Feldern zu finden. Okay. Da ist ein grünes Vieh da oben. Vorsicht, oben rechts. Ein Frosch? Nee, so ein laufender. Oh ja. So ein laufender Meter hier. Was auch immer das ist. Futter, Blumen. Blumen. Die Blumen. Gobbel. Ja, wir sammeln hier beide gleichzeitig Dinge ein. Ja, warum auch nicht? Nee, macht's ja nur spannender. Wer kriegt so noch eine Flower? Kein Büffel. Da unten ist irgendwas. Was ist denn? Mama. Was ist denn das? Keine Ahnung. Im Zweifel macht's uns tot. Nee, ist es tot. Es hat Morsel gemacht. Ein Morsel war's. Okay. Hier können wir halt noch nicht siedeln anscheinend, weil keine Büffel. Das ist schade. Das ist wirklich schade, weil es aber wir können die Zeit nutzen, hier noch ein bisschen Futter zu sammeln. Da ist noch mal so ein Morsel. Ist das vielleicht so ein Maulwurf, ne? Ja, ja, ist ein Maulwurf. Njom, 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 njom. Fleisch. Jo. So, ich baue mal ein Feuer. Ja, es wird langsam dunkel. Sonst kommen gleich die Monsters. Und dann werden wir bekloppt. Und dann werden wir richtig bekloppt. Du konntest es als Geist ja schon mal zeigen, diese langen Schatten. Ja. Diese langen Schatten kommen. Na, nicht nur als Geist. Spätestens wenn man unter 100 oder so hat hier von diesen Brain Points, dann geht's ab. Dann kriegt man dann Hallus, als ob man, weiß ich nicht, Kuhkacke geraucht hätte oder so. Und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben schon ein paar Erfahrungen gemacht, aber Kuhkacke rauchen war jetzt nicht dabei. Na, weiß ich nicht. Oh, bei mir hat es eben wieder angezeigt, wo du warst. Ach, vielleicht muss man... Ja, das macht er jetzt bei mir auch. Ja. Ah, aber diese Anzeige wird immer kleiner. Das heißt... Stimmt, genau. Wir sollten dann nicht zu weit auseinanderlaufen, wenn wir noch keinen... So, jetzt wird's duster. Jo. So, jetzt ist Kuscheln angesagt hier. So. Ich habe Hunger. Ich,
Ja, ich mach mal das Morselfutter. Hier. So, dann essen wir das Ganze doch mal. Oh, das gibt aber ganz gut was. Ja, ja. Das ist nicht schlecht. Was kann ich noch bauen hier eigentlich? Eine Pickaxe brauchen wir auch. Ja, und mit den ganzen Ressourcen, die man hier so sammelt, kann man sich hier was bauen. Hier so die paar Lumpien Sachen, die man dazu stehen hat. Aktuell. Die werden später mehr. Man kann sich wirklich eine richtige Basis aufbauen mit Verteidigung, mit richtigen Wänden, auch mit Steinwänden. Das braucht man dann im Endgame genau. Aber tatsächlich so, die, auch. Die Pickaxe, die nehmen wir mal, die werden wir brauchen. So, und wie gesagt, viele wichtige Sachen sind hier, die man braucht. Zum Beispiel kann ich kann mir einen Strohhut bauen. Cool. So, ich habe eine Mütze. Yay, was macht denn die Mütze? Was hat die für Fähigkeiten? Helps in stay cool and dry. Ach ja, aber das die brauchst du nicht. Du musst ja dein Gehirn leveln, oder? Ja. Oh ja. Ich muss ja erstmal noch Dinge sammeln. Ich kann die ja aber, immer austauschen. Aber der Hut sieht cool aus. Ja, ja, der steht mir. Tatsächlich. Und ich baue mir jetzt hier erstmal... Oh nein, doch nicht. Eine Blume brauche ich noch. Ja, was gibt's denn hier noch alles Hübsches? So, jetzt aber. Ein Flint. Hübsche. Ah, hier oben ist noch Futter. Aber hier lauern natürlich auch echt viele Gefahren. Ne? Das haben wir ja am ja, Leibe erfahren müssen. Besonders wenn man als Geist unterwegs ist, lauern für den anderen, der noch übrig bleibt, ganz viele Gefahren, wenn man das nicht kennt. Kann man nämlich ja, andere Viecher erschrecken. Und zwar so sehr, dass sie sich dann in Wehrschweine verwandeln. Ja, und ich bin mal gespannt, wie sie das Feature noch ausbauen werden. Denn ich glaube nämlich, dass es noch kein festes Release-Datum gibt. Also so ID-Software-mäßig. Also es ja. Ist fertig. Es ist fertig, wenn es fertig ist. Wenn es fertig ist, ne? Ist, genau. Ja, also. Upsi. Hier sind überall ganz viele Hasen. Das ist gut. Oh, ich habe einen Vogel erwischt. Echt? Nee, einen Schmetterling habe ich erwischt. Hier, guck mal. Da ein Schmetterling. Ach so. Ah, Butterfly-Ding. Zack. Den kann man bestimmt braten. Ja. Gobbel, gobbel. So ein Vieh will ich töten. Komm her. Also wir müssen aber weiter nach unten rechts. Ja, wir müssen hier tatsächlich die Büffel finden, weil wir brauchen deren Hinterlassenschaften, um Farm aufzubauen. Genau. Denn die Kuhkacke oder Büffelkacke, die ist halt wie im wahren Leben absolut genialer Dünger. Jo. Wir produzieren nicht so wie bei Ark selber sowas, sondern wir müssen uns der Büffelkacke bedienen. Aber obwohl, es gibt auch noch dieses Nitrat. Wofür ist das? Wenn man hier Stein zerkloppt, kommt da manchmal Nitrat raus. Das weiß ich aber auch. Aber warte mal, da oben ist wieder... Was ist da oben? Nee, ach so, das ist... Okay. Aber das kann man vielleicht ausbuddeln. Kannst du eine Schaufel bauen? Warte mal. Nee, leider noch nicht. Science Machine. Ja. Und dazu brauchen wir erstmal ein festes Zuhause. Hier muss doch irgendwo... Später muss man sich Boote bauen, oder? Ja, dann spätestens mit der nächsten Erweiterung, ne? Ach, da kommt man gar nicht auf die andere Landmasse hier rüber, oder was? Ich habe mal gelesen, dass irgendjemand von Brücken geschrieben hat, dass man Brücken bauen kann. Über 7 Brücken musst du gehen. Ja. So. Hier ist ein anderes Biom, oder? Jo. Ist ein bisschen dunkler hier. Ja. Hier gibt es auch Evil Flower. Oh, ja, und Frösche. Böse. Oh ja, tatsächlich. Oh, hier ist wieder ein Maulwurf. Gerade am Anfang machen die Frösche unheimlich viel Schaden. Na komm.
Oh, ich krieg dich, ich krieg dich. Wegbauen. Oh Mann. Da oben ist auch noch einer. Oh, du bist hungrig. Oh ja. Da ist er. Komm her. Na. Da ist er. So. Wäre ja ein bisschen leid, dass ich den, naja. Ja. Aber wir müssen survivalen. Aber dafür ist er ja Maulwurf geworden. Eben. Oh, Bären mitnehmen. Also irgendwie scheint es hier eine Insel zu sein, auf der wir uns befinden. Ja, stimmt. Aber wir sind unten rechts nicht weitergegangen. Ich glaube, da ging es noch weiter. Der Tag ist nämlich hier bald wieder zu Ende. Ein grünes Frosch-Dingsbums-Ding. Ja, dann sind wir. Ja, ja. Aber hier liegt Fleisch rum. Warum? Oh nein! Oh! Eine Falle wahrscheinlich. Oh. Oh, hier sind mehrere. Jo. Hier ist ein Touchstone. Was auch immer das ist. Und hier oben ist der Anfang. Cool. Ja. Was gibt's denn hier alles, wenn wir hier weitergehen? Mhm, okay. Ein Platz mehr. Sollen wir uns eine temporäre Science Machine bauen, um zumindest das Backpack schon zu holen, dass wir mehr tragen können? Ja, eine temporäre Science Machine kann ich nicht bauen, weil mir. Achso, ja, wir haben ja nichts. Ach ja, stimmt. Wir brauchen erstmal noch einen Stein zum Zerhacken hier. Ah, wir waren zu spät. So, jetzt erstmal ein Feuerchen bauen. So, ich habe noch ein bisschen Fleisch besorgt. Jo, ich hau mir auch mal eins auf den Grill. Die Butterfly Wings kann man nicht grillen. Nee? Nee. Kann man sie sich umschneiden? Ja, vielleicht. Das wirst du bestimmt für Kleidung brauchen. Na, als Fee oder so, weißt du? Ah, verstehe. So, hier oben ist Insel. Okay. Zu Ende. So, was können wir denn bauen? Eine Pickaxe haben wir schon, ne? Ne, haben wir noch nicht. Doch, also haben wir. Ich hab eine, aber hilft ja nichts. So, was ist denn dieser Pretty Parasol? Posh and Portable Protection. Ich kann mir auch einen Strohhut bauen. Super. Guck mal, ich hab einen Anzug. Ja, ich auch. Okay, cool. Basic Protection. Wollte ich nämlich gerade zeigen hier. Und ich kann mir jetzt auch... Was hast du denn jetzt gemacht? Warte mal, die kochen wir mal. Naja, ich habe mir jetzt hier den Strohhut lasse ich mir, wenn es wirklich heiß ist. Ja, das stimmt. Ist gar nicht verkehrt. So, Fleisch kochen. Und haben wir noch Roasted Berries. Hier haben wir noch Morselfleisch. Das wäre gut, um Platz zu sparen, wenn es dann allgemein insgesamt zu Fleisch werden würde. Weißt du? Ja. Also gebratenes Fleisch. Egal, ob das jetzt Morselfleisch ist oder sonstiges. Also gutes und schlechtes Fleisch. Das hast du gesagt, hier oben geht's nicht weiter, ne? Nee, da geht's nicht weiter. So. Und auch mein hier Brain rechts nicht? Könnte. Noch weiter. Okay. Sonst müssen wir nach unten laufen. Oder nach links. Oh, schauen wir mal. Aber ich glaube, hier kommen wir. Nee. Wo sind die Büffel? Hier gibt's keine Büffel. Oh, das glaube ich nicht, oder? Oder vielleicht doch? Ich mache jetzt erstmal so einen Stein klein hier. Ja. Ach so. Gold brauchen wir, ne? Für ja. Science Machine. Naja, irgendwo wird noch ein Stein sein.
Da ist kein Gold drin. Aber kein Gold drin. Wo waren wir denn noch nicht? Wir können hier gleich links laufen. Da waren wir noch nicht. Oh, hier geht's hoch. Ganz viele Bienen sind hier. Und hier ist Gold. Und hier hinten auch. Dann können wir uns schon mal eine Science Machine bauen, wenn wir gleich zwei Gold haben. Und dann haben wir... Sollten wir uns zumindest das Backpack holen, finde ich. Ach da, ja, danke. Ah. So. Hier, ich gebe dir mal das hier, weil wegen Platz gerade... Jawohl, dann baue ich jetzt hier die Science Machine, die ich nicht bauen kann, weil mir zwei Loks fehlen. Warte, Loks? Was ist denn das? Das Holz, ne? Ja, genau. Ja. Okay. Nimm mal. Ich weiß nicht, wie man teilt. Nicht schlimm. So. Zack. So, und jetzt brauchen wir... Ah, das Backpack. Ah, endlich. Ja. Aber jetzt ist unsere Klamotte ab, ne? Das Backpack sitzt auf den Protection-Slot. Stimmt, das heißt, wenn wir kämpfen wollen, dann müssen wir das ablegen, ja. Ja. Okay. Achso, wir sollten mindestens einmal die Prototypen entwickeln, weil ich glaube, dann behalten wir das, ne? Achso, okay, was kann ich denn überhaupt Prototypen entwickeln? Ein Speer, so. Eine Schaufel. Geschnittener Stein. Schade, ein Speer kann ich mir nicht machen. Gib mir mal bitte vier Loks. Warte, ich mach mir eben Speer. Hier. So, und... Razor mache ich mir mal. Jetzt können wir nämlich Holzdinger. Ich glaube, dann bleiben die. Warte mal, wenn ich jetzt weggehe. Ja. Die Teile, die man dann als Prototypen gelernt hat, die bleiben dann. Das ist schön. Guck mal, was ich bauen kann. Das hier. Was denn? Na, Steine. Cool. Da können wir uns Mauern machen. Später. So. Das war das auch? Also bitte nicht bashen. Ja, man muss ja... ja, jetzt sollten wir hier vielleicht Feuer... Nee, jetzt noch nicht. Nee, noch nicht. Wir können noch ein bisschen sammeln. Wir müssen ja immer noch die Büffelherde finden. Die mysteriöse. So. Hast du zumindest alles eingesammelt an Science nee. Hier, ne? Weil... Oh, jetzt habe ich wieder was. Kann. Ich kann nicht ich könnte jetzt, was auch immer das danach macht, diese Elektro-Dead-Dinger hier. Ich sammle mal die Gold-Dinger ein. Wobei wir uns ja auch an unserer Hauptbasis trotzdem so ein Ding nochmal bauen sollten, finde ich. Die Frage ist dann, ja, dann die Zielhauptbasis, ja. So, dafür brauchen wir nämlich Holzplatten. Ah, ich weiß, wofür man den Kram dann braucht. Ah, jetzt wird einiges ein bisschen klarer. Und zwar? Was? Ja, klär mich auf. Ja, warte, ich versuche hier gerade... Und zwar, pass auf. Die bauen wir. Kein Platz mehr, jetzt können wir das da. Baumstämme hast du keine mehr, ne? Nee, ist alles weg. So, pass auf. Das ist übrigens auch schlecht, weil wir jetzt gleich in die Nacht kommen und wir sollten mal eben Baumstämme holen. So, warte mal. Ich hole Baumstämme. Guck mal hier. Nee, ich muss Baumstämme holen. Wir haben gleich Nacht, sonst haben wir ein Problem. Ja, stimmt. Aber kommst wieder hierher, ja? Ja, wenn ich es schaffe. Ich schaffe das schon. Alles gut. Kannst du ein Feuer bauen? Ich nämlich nicht. Ich habe alles verballert. Warte mal. Oh. Jetzt, ich glaube, wir werden sterben. Ich kann mir nämlich noch nicht mal eine Fackel bauen. Warte.
Oh. Oh mein Gott. Und ich finde die passenden Ressourcen nicht. Ich könnte gerade etwas ausrasten. Oh nein. Ich kann's bauen. Wo bist du? Ich bin hier oben. Hoffentlich schaffe ich das noch. Na, das wird zu knapp, glaube ich. Wo ist die Science Machine? Oh, oh. Mir fehlt dieses Stroh. Oh nein, ich bin auf der falschen Seite. Mach keinen Scherz. Ja. Ich bin falsch gelaufen. Nein. Komm zur Science Machine. Ich bin da. Schnell, schnell. Ja, ja, warte. Schnell. also knapp ist anders, ne? Ja. Ich hab nur ein Lock. Was habe ich denn sonst noch? Ich habe nichts um... Ich habe noch Locks. Also das ist nicht das Problem. Du hast ein Temperaturmesser gebaut. Wie cool ist das denn? Geil. Aber das ist blöd, weil... Das ist doch bloß Test. Das war ein Prototyp. Okay. Ah, okay. Das, so. Ah. Ich mache jetzt erstmal mein ganzes Essen hier. Ja, genau. Ich muss was essen. Berries. Cook. Also, das, ja, wie gesagt, weil, ich habe jetzt hier nämlich geguckt, was man so bauen kann. Und, ich brauche jetzt, ja. Hier, das brauchen wir. Lass uns mal hier kurz bleiben, hier. Ja, ja, kein Problem. Ich baue hier ein paar Sachen ab. Nee, weißt du was? Oh. Bau du die Sachen da ab und ich hol uns Ressourcen. Dann machen wir hier Arbeitsteilung. Ja, ich, damit man zumindest die Sachen hier einmalig zusammenkriegt, wenigstens. Und während Can't das carry. Ich guck auch mal, ob ich hier ein paar Büffel finde. Und werde hoffentlich nicht getötet von irgendwelchen Monstern, die hier rumlaufen. So. Knick, knack, knuck, knuck. Du hast left the game. Was? Bei mir steht, du hast das Spiel verlassen. Nö, ich bin noch. Doch. Oh. Warum? Ja, der Netzwerkcode noch nicht so optimal, würde ich mal sagen, wa? Jetzt bin ich wieder da, ich verstehe es nicht. Aber bei mir nicht. Spiele betreten. Connecting. Gute Frage. Aber jetzt bin ich wieder da. Lädt? Ja, ja, bist bei mir auch da. Hast joined. Ja, ich bin an derselben Stelle, wo ich gerade auch war. So. Weiter geht die wilde Fahrt. Ha. So. Was brauchen wir hier? Vier. Was? Laufende Augen auf zwei Beinen habe ich gefunden. Geil. Aber weiterhin keine Büffel. Was ich ein bisschen schade finde. Du sagst geil, aber hinter dir laufen sie auch nicht her. Oh, ja, Mann. Und das und das. Ich bin mal gespannt, wenn ich gleich nach Hause komme, nach einem harten Arbeitstag, was du dann Schönes gekocht hast. Ja. Ich sammle Steine. Ja, ich sammle Steine. Das ist okay. Achso, it wouldn't fit in my pocket. Super. Dann bau doch einfach eine Truhe. Ja, die muss ich noch lernen. Da fehlt mir ein Holz. Achso, das Holz bringe ich dir. Kein Problem. Ich bin hier am Holzhacken. Oh, hier ist ein Maulwurf. Ich hab Hunger. Komm her. Ja, er wehrt sich oder hat sich gewehrt. Hm.
Na, komm. Ich habe einen Friedhof gefunden. Okay. Der Friedhof der Kuscheltiere kennt. Dem kommt das hier bekannt vor. So, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Okay. Ich bin ja auch gerade am... You Forsten. Have lost connection to the server. Schon wieder? Hm? Ja. Aber das Gute ist ja, man kann sofort wieder rein. It's getting late. So, jetzt können wir ja, glaube ich... Nee, wo war das? Science auch nicht. Wo ist denn das? Refine, genau. Das. Das. Hä? Ach, ich habe keinen... Warum habe ich keinen? The server is not responding. Na, sowas aber auch. Hm. Kurios, kurios. Ja, Hunger haben wir auch. Ja, es ist halt Early Access, ne? Genau. Deswegen. Da muss man auch mal drüber stehen. Na komm. Geht immer noch nicht, wa? Ja, ne, the server is not responding, sagt er mir. Das Scheibenkleister. Ist es denn bei dir gerade Nacht? Es wird jetzt gleich Nacht, wieso? Weil ich dann nicht unbedingt in der Nacht sein sollte, weil das ja. Noch ein bisschen Holz mitnehmen, ein bisschen Steine und ein bisschen Flint und ein bisschen... Und dann schnell runter. Oh, hier sind viele Goldbrocken, wo ich gerade bin. Aber irgendwie musste ja erstmal hier reinkommen. Ja, das stimmt. Ah, hier ist es ja. Das ist interessant. Ich sehe da einen Server. Aber wenn ich auf Join klicke, das Passwort eingebe, dann sagt er, Server is not responding. Hm. Hm. Oder aber du gehst aus dem Spiel raus, wenn ein neuer Tag beginnt und. Ah, ich kann jetzt eine Chest bauen. Oh, warte. Ist ja schon mal immerhin was, weil dann kann ich nämlich Krams da rein stopfen. Weil es wird jetzt gleich Nacht, ja? Und wir wissen ja alle, was nachts kommt. Genau. Der. Biber Butzemann. So, jetzt dann. Oh, was hier? Meteoriten. Na, herzlichen Glückwunsch. Nee, doch nicht. Ja, die haben jetzt so meine Truhe kaputt gemacht. Was? Meteoriten? Ja. Oh. Aua. Was ist das für Scheiß? Das ist gemein. Das stimmt. Was soll das? Ja. Oh, Heilsalbe gibt es. Aha. Was kann man damit machen? Steht das da? Na, sich desinfizieren, Schnitte und ja, Abrasionen. Okay. Dazu braucht man Asche, Spinnendings und ja. Stein. Okay, ein neuer Tag ist da. Er speichert gerade. Dann mache ich jetzt Disconnect. Genau.
Und dann wird das ja funktionieren. Do it. So, und dann starten wir das einfach nochmal neu. Play. Aber das Coole ist, wenn du, du kannst ja hier in die Historie gucken, ne? Ja. History. Und dann siehst du, wie viele Tage du überlebt hast und warum du gestorben bist. Bei mir steht jetzt zum Beispiel 8 Tage überlebt, dann gestorben. Und warum ich gestorben bin? Monster Meat. Ja. Das andere war 9 Tage überlebt und dann kam die Dragonfly. Interessant. So. Dann Resume World. Ne? Bumm. Sie ist jetzt am Resumen. Okay. Loading, 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 loading. Refreshing Server List. So, und wenn du dann hier im Spiel sein solltest. Mhm. Ich rasiere mich schon mal. Das ist schön. Und klappt's? Das Interessante ist, jetzt zeigt er nämlich gar keinen Server an. Ach, aha. Du musst das, glaube ich, oder wieder inviten, wa? Aber das hast du über Host Game gemacht, ne? Das ist jetzt eine gute Frage. Warte mal, Disconnect. Shutdown Server. Warte. Play. Host Game. Und dann wähle ich und sage Resume World. Ich mache ja keine neue. So. Und dann resume ich die Welt. So, Spiel steht. Das ist komisch. Das muss irgendwie. Kannst du mich denn einladen? Geht das? Du bist ja im Spiel. Nee, ich kann dich nicht einladen hier. Zum Zuschauen kann ich dich einladen. Für mich bist du, glaube ich, ein Mitspieler hier gerade. Cool, dann kann ich mir jetzt über Steam angucken. Weil irgendwie, dann öffnet sich ein Browserfenster und ich kann über Steam dann dein Spiel beobachten. Ja, das hat ja was. Das muss irgendwie anders gehen mit dem Inviten. Also mit dem Resume, dass man irgendwie zusammen wieder in diese Welt kommt, weil der Server anscheinend nicht online ist. Weil ich sehe hier nämlich, wenn ich Firefox eintippe, nichts. Aber ich sehe alle anderen Server, also die 871 anderen. Ja, das hatte ich ja vorhin auch, das Problem. Genau, und wenn ich jetzt Firefox eintippe und auf Refresh gehe, oder muss ich dich irgendwie anders suchen? Da guck ich mal. Na, ich kann dich ja auch nicht inviten zurzeit. Kurios, ne? Ich guck mal, wie das geht. So. Jetzt muss ich erstmal nämlich wieder Holzbretter besorgen. Jetzt fängt es an zu regnen. Ja, wie gesagt, bei mir wirst du ja angezeigt, dass du Mitspieler bist. Ich versuche das gerade herauszufinden, wie das funktioniert. So. Da gehen muss es ja auf alle Fälle. Thank you.
So, wir basteln uns hier nämlich ein bisschen die Bäume schön. So. Kein Rankommen, wa? Ich versuch mal was anderes. Ich versuch mal. Mal ein bisschen rumspielen jetzt. So. Ich versuche in der Zwischenzeit hier die Stellung zu halten. Sehr gut. Aber hier geht alles kaputt und ich kann mir zurzeit nicht mal... Oh Gott. Warum kann ich mir... Ich brauche Gras. Um mindestens ein Feuer zu holen. Aber nicht das Gras, ne? Nein, nein. Feuergras hier, also. Jetzt könnte ich's. Super. So. Wo sind wir? Nach unten müssen wir. Okay. Aber ich habe bisher auch noch keine Muku gesehen, ja. Insofern. Da. Ja, es scheint da irgendwas nicht zu funktionieren. Das verstehe ich leider nicht. Ja, jetzt habe ich aus Versehen Zeugs gefressen. Das war nicht meine Absicht. So, damit hätten wir jetzt eine Alchemie-Engine. Nur mal so. Oh ja, das ist cool. Jetzt können wir nämlich luxuriöse Axt, opulente Pickaxt und so weiter machen. Nicht schlecht. Ein Lightning Rod kann ich produzieren. Ja. Die Musik ist schön übrigens im Hintergrund. Ja, habe ich leider keine gerade. Foren. Was steht denn in den Foren? Gibt es da denn keine Hinweise? So, es ist dunkel jetzt mal wieder. So. So, und damit ist jetzt noch Futter alle. Wow, Wooden Flooring habe ich jetzt. Ui. Aha. Das ist komisch. Ich habe gerade eine Welt angefangen, so wie wir das gemacht haben. Dann habe ich sie beendet. Und dann bin ich wieder in diese Welt rein. Und wenn ich auf dich rechts klicke, kann ich dich einladen. Aber wenn du das jetzt bei mir machst, geht es nicht. Na, warte mal. Vielleicht kann ich dich jetzt ja einladen. Das kann ich nicht sagen. Ich könnte jetzt das Spiel beitreten. So, und bei mir steht jetzt,
steht jetzt auch, dass ich dich einladen kann. Na, warte mal, dann mache ich mal einen Disconnect. Und dann hilft ja gucken wir mal. Ansonsten, ach, das ist ja auch wieder eine riesige lange Folge, sehe ich gerade. Mensch, da kommt man ja voll in Zeitnöten. Nee, Zeitnöten nicht, also vergiss die Zeit. Dann machen wir hier an der Stelle mal einfach mal einen Cut. Das ist wirklich richtig lang. Das sind, über 45 Minuten. Oh je, und wir müssen mal an diesem Problem hier arbeiten. Genau, deswegen mal gucken, ob es danach noch eine Aufzeichnung gibt. Das muss man mal schauen. Ansonsten bedienen wir uns dann einfach bei den Streams. Die sind ja da. Insofern erstmal bis gegebenenfalls später. Also einen Tag später. Ciao, ciao. Tschüss.